Die neue PCGH-Ausgabe. Schauen wir mal rein. Mhm. Von 3090 auf 5080S aufrüsten. Stopp die Druckerpressen! Nein, das passiert uns natürlich nicht. AMD schon. Denn passend zur Verschiebung von Ryzen 9000 ist eine CPU aufgetaucht, die einen Schreibfehler auf dem Heatspreader zeigt. Intels Stellungnahme zu den instabilen Core-CPUs wirft neue Fragen auf, denn die Prozessoren mit potenzieller Degeneration werden weiterhin verkauft. Razer hat auf einer Tastatur das Feature SnapTap integriert, welches ziemlich umstritten ist, da es Counter-Strafing auch für Ungeübte einfach einsetzbar macht. Wir durften im Rahmen eines Notebook-Tests einen Einblick in die Performance von Zen 5 und RDNA 3.5 gewinnen. Die Ergebnisse davon und alles weitere erfahrt ihr in den PCGH-News dieser Woche. Wir bei Krotus Computer fertigen seit 9 Jahren mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Persönliche Beratung und höchste Qualität sind unser Fokus. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Wie Intel in seiner Stellungnahme gegenüber den Kollegen von The Verge deutlich gemacht hat, sind potenziell alle Core-CPUs der 13. und 14. Generation mit einer TDP-Klasse ab 65 Watt betroffen. Das bedeutet, dass alle Modelle ab dem Core i5 13400F und Core i5 14400F möglicherweise degenerieren und instabil werden können. Ein Rückruf soll laut Intel trotzdem momentan nicht vorgesehen sein. Das angekündigte Microcode-Update, welches voraussichtlich Mitte August veröffentlicht wird, soll lediglich weiteren defekten CPUs vorbeugen. Unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtete die Webseite Tom's Hardware zuvor, dass jede Verschlechterung der Stabilität der betroffenen Core-Prozessoren irreversibel sei. Und ein Intel-Sprecher leugnete das nicht, als The Verge noch einmal explizit nachfragte. Intel gibt hier keine besonders souveräne Figur ab. Intel sei zuversichtlich, dass der neue Microcode verhindern wird, dass die Degeneration überhaupt auftritt. Als weitere vorbeugende Maßnahme soll das BIOS so schnell wie möglich aktualisiert werden. Aber wenn die CPU bereits beschädigt wurde, sei es die beste Option, diese zu ersetzen, anstatt die BIOS-Einstellungen anzupassen. Aus diesem Grund hat The Verge noch einmal explizit bei Intel nachgefragt und schickt bereits vorweg, dass die Antworten des Unternehmens den betroffenen Kunden voraussichtlich nicht gefallen werden. Auch kommentierte Intel nicht, weshalb man noch immer CPUs in den Handel schickt, die potenziell von einem Defekt durch Degeneration und der damit einhergehenden Instabilität betroffen sind, ohne aktuell eine Lösung des Problems anbieten zu können. Wenn Kunden derzeit keine Probleme haben, sei der Patch eine effektive vorbeugende Lösung für Prozessoren, die bereits in Betrieb sind, gibt Intel sich bislang noch zuversichtlich. Betroffene Anwender sollen sich hingegen an den Support des Unternehmens wenden. Ihr könnt die komplette Stellungnahme von Intel bei uns im Online-Artikel nachlesen. Wer von euch von dem Problem betroffen ist, kann gern bei uns auf der Webseite abstimmen. Den Link zur Stellungnahme und der Abstimmung findet ihr wie immer in der Beschreibung. Bisschen Abstand. Ey! Echt, dieser Tisch ist einfach sowas von übergriffig. Und auf einmal kommt die Schublade raus. Ich glaube, es hackt. Das ist so, dann heizt sie sich um. Es tut mir leid. Wurden die Desktop-CPUs der Serie Ryzen 9000 wegen mehrerer simpler Schreibfehler auf den Heatspreadern verschoben? Gleich mehrere falsch deklarierte Modelle lassen das jetzt zumindest vermuten, auch wenn das wohl nicht der einzige Grund für die Verschiebung des ursprünglich für den 31. Juli vorgesehenen Releases sein dürfte. Nachdem der für zumeist zutreffende Information bekannte User HXL auf der chinesischen Plattform Bilibili einen AMD Ryzen 9 9700 ausfindig machen konnte, hat die Webseite Tom's Hardware diesen Fehler nicht nur bestätigt, sondern auch von AMD Ryzen 5 9600X berichtet, die fälschlicherweise als Ryzen 9 9600X beschriftet wurden. Eine entsprechende Anfrage seitens Tom's Hardware kommentierte AMD bislang noch nicht. Ob die falsch beschrifteten Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X, die als Ryzen 9 gelabelt wurden, der einzige Grund für die Verschiebung sind, darüber wird aktuell diskutiert. Denn wieso wurde die Veröffentlichung jetzt zweigleisig aufgezogen und weshalb erscheinen gerade die betroffenen Modelle früher? In jedem Fall sollten wir voraussichtlich am 7. und 14. August schlauer sein, denn an diesem Tag soll das Embargo für unabhängige Tests der 4 neuen Zen 5 Prozessoren fallen. Der Peripheriehersteller Razer hat kürzlich ein neues Software-Update für die Huntsman V3 Pro veröffentlicht, das unter anderem die SnapTap-Funktion für die Tastatur freischaltet und nun für Cheating-Vorwürfe sorgt. Denn mit SnapTap lassen sich Bewegungseingaben gewissermaßen sofort oder zumindest mit deutlich geringerer Verzögerung als gewöhnlich abbrechen, wenn eine entgegengesetzte Eingabe erkannt wird. Das sogenannte Counter-Strafing könnte damit deutlich schneller durchgeführt werden. Normalerweise bleibt der Spielecharakter einfach an Ort und Stelle stehen, wenn zwei entgegengesetzte Bewegungseingaben erkannt werden. Mit dem SnapTap-Feature fällt
dies jedoch weg, was insbesondere im Sinne von kompetitiven Shootern zu Vorwürfen eines unfairen Vorteils führt. Wie unter anderem der YouTuber Optimum erklärt. Auch in den sozialen Medien macht sich Unmut breit. In einigen Spielen, die einen kompetitiven Online-Modus führen, wird das neue Razer-Feature auf den zugehörigen Subreddits diskutiert. Etwa Counter-Strike 2, Street Fighter oder Osu. Der Tenor zeigt sich grundsätzlich kritisch. Analog zum konkurrierenden Rappy-Snappy-Feature von Wooting sei Razers neue Technik ein großes Problem im Hinblick auf die Fairness. Der CS2-Coach Nato Safix meinte erst kürzlich in einem Reddit-Kommentar sinngemäß, dass solche Features den Skill-Gap zwischen guten und schlechten Spielern verringern und es erleichtern, skillbasierte Bewegungen auszuführen. Razer selbst zeigt sich wiederum auf der zugehörigen Webseite zu SnapTap keiner Schuld bewusst. Danach reagierte der Tastaturhersteller Wooting mit einem eigenen Upload. Unser SOCD ist gewissermaßen Cheating. Denn auch hier findet sich mit SOCD seit kurzem ein softwareseitiges Feature für die Wooting-Tastaturen, die das nahezu latenzfreie Eingeben entgegengesetzter Bewegungstasten ermöglicht. Wooting geht hier sogar einen Schritt weiter und erklärt, dass die legalen Cheats noch besser als das SnapTap-Feature von Razer implementiert wurden und mehr Optionen bieten. Im Subreddit zu Counter-Strike Global Offensive werden diese erweiterten Einstellungen in der Zwischenzeit genauer überprüft. Für viele Nutzer dient dieser Videoausschnitt als Beleg dafür, dass es sich bei den Funktionen von Razer und Wooting tatsächlich um Cheats handelt. Böse Absichten werden den Herstellern hier aber nicht unterstellt. Vielmehr loten diese die Grenzen aus, um ihre Produkte zu verbessern. Entsprechend sei nun, im Falle von Counter-Strike, Valve am Zug. Der Publisher und Softwareentwickler müsste so schnell wie möglich Stellung beziehen und klarstellen, ob SOCD und SnapTap auch von offizieller Seite als Cheating betrachtet werden. Wie seht ihr das? Innerhalb eines Techniktests des Asus ZenBook 16 konnte PCGH endlich die Performance von Zen 5 und Erden A3.5 unter die Lupe nehmen. In unserem Testgerät enthalten sind das Spitzenmodell Ryzen AI 9HX 370 mit insgesamt 12 Prozessorkernen, eine Radeon 890M mit 1024 Erden A3.5 Shader-Einheiten sowie ein auf XDNA 2 basierender Neuralprozessor. Unterstützung erhält die Zen 5 CPU von einem üppigen Systemspeicher in Form von insgesamt 32 GB LPDDR5 X mit 7500 Megatransfers pro Sekunde. Die APU arbeitet mit einer TDP von 28 Watt. In den CPU-Benchmarks kann die APU ihre direkten Vorgänger und die Konkurrenz von Intel in derselben TDP-Klasse, insbesondere in den Single-Core-Benchmarks, ausstechen. Auch im Hinblick auf Multicore-Performance kann die Zen 5-Architektur im Vergleich zu Zen 4 deutlich zulegen und erzielt mit weniger Prozessorkern höhere Benchmark-Ergebnisse als der Vorgänger und Intels Core Ultra 100. In Spielen und synthetischen Gaming-Benchmarks profitiert die APU von den modernisierten Shader-Einheiten der integrierten Radeon 890M sowie dem flotten Systemspeicher und kann sich damit teilweise um fast 20% von ihrem Vorgänger absetzen. Auch Intels IGP wird vergleichsweise deutlich geschlagen und liegt teils bis zu 40% zurück. Auch die theoretische KI-Rechenleistung aus Zen 5 und Zen 5C sowie RDNA 3.5 und XDNA 2 ist sehr hoch, derzeit jedoch ohne große Praxisnutzen. Wir werden den Ryzen AI 300 aber schon bald in einem ausführlichen KI-Benchmark gegen Intels kommenden Core Ultra 200 antreten lassen. Im KI-Duell der letzten Generation hatte AMD noch die Nase vorn. Rein von der Performance können wir Zen 5 und RDNA 3.5 abschließend ein hervorragendes Gesamturteil ausstellen. Die Vorgängergeneration wird sowohl in CPU- als auch GPU-Tests deutlich geschlagen und auch einige mobile CPUs mit mehreren Prozessorkernen werden überholt. AMD hat mit einer IPC-Steigerung von 16% nicht zu viel versprochen und löst auch mit RDNA 3.5 einige der Flaschenhälse, die mit RDNA 3 noch gegeben waren. Die 16 Compute Units und der schnelle LPDDR5X kommen der integrierten Grafikeinheit besonders in Spielen zugute und sorgen für deutlich mehr Performance als noch beim Vorgänger auf Basis der Architekturen Zen 4 und RDNA 3. Den vollständigen Test findet ihr auf unserer Webseite über den Link in der Beschreibung. Jetzt zum Wermutstropfen. Derzeit deuten alle Indizien darauf hin, dass Ryzen 9000 im Gegensatz zu den APUs nur über eine RDNA 2 IGP verfügen wird. Das war's auch schon wieder mit dem PCGH News. Ich danke euch fürs Reinschauen. Lasst uns gerne noch den Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye. Bye, bye, bye.